Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Deswegen gibt es heute Basler Ballard powered by newsflash24.de Spezial. Hier ist Olli Dütschke und guten hier Morgen. Ist Mario Basler. Mario, jetzt ist zwar nicht ganz Schlimmes in Deutschland passiert, aber in Fußball-Deutschland dann doch. Es kam gestern wie Kai aus der Kiste. Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer beim FC Bayern. Als ich es zuerst gehört habe oder gelesen habe über Bekannte, dachte ich, ja, genau, logisch. Aber dann wurde es bestätigt und ich war platt. Ich habe nicht damit gerechnet. Also wie war deine erste Reaktion? Genauso wie dir, weil ich hatte auch von unserem Stammtisch die Nachricht, die haben es in den Stammtisch-Chat reingestellt. Die schreiben manchmal ein bisschen Blödsinn. Von daher habe ich erst gar nicht so drauf reagiert und dann habe ich aber selbst mal in den Nachrichten so ein bisschen geguckt und dann stand es da wirklich, ich weiß jetzt halt auch nicht genau, ob es heute auch schon 100% jetzt bestätigt ist, gestern Abend war es ja noch so ein bisschen in der Schwebe gestanden, aber es soll wohl so sein und es soll wohl auch schon der Nachfolger feststehen mit Thomas Tuchel. Ja, ich weiß nicht, was man sich bei Bayern denkt. Ne? Ich weiß nicht, wer da eine kurze Zündschnur auf einmal gehabt hat, denn vor 10 Tagen, 14 Tagen oder vor dem Leverkusen-Spiel noch hat man sich ja klar bekannt zu Julian Nagelsmann. Es gibt keine Diskussion. Es gibt, man hat einen Vertrag bis 2026. Man will langfristig mit Julian zusammenarbeiten. Was jetzt in dieser Woche passiert ist, keine Ahnung, aber ich bin völlig geschockt und völlig überrascht. Ich habe tatsächlich viel nachgedacht, um auch mit dir drüber zu sprechen und irgendwie gucke ich dann, wo stehen sie denn jetzt? Okay, die spielen jetzt gegen Dortmund, wenn sie das gewinnen, sind sie Erster in der Liga, können aus eigener Kraft deutscher Meister werden. Haben jetzt keine 10 Punkte Vorsprung. Aber mein Gott, es ist alles drin. Im Pokal sind sie im Viertelfinale, spielen zu Hause gegen den SC Freiburg. Machbarer Gegner, auch der Titel ist möglich. Und dann war diese Performance gegen Paris, 2 Spiele in der Champions League. Relativ souverän sind sie im Viertelfinale, jetzt wartet Man City. Triple. The Triple ist machbar. Sportlich sieht das doch eigentlich ganz ordentlich. Ja, deswegen überrascht es mich ja, dass man in der Situation einen Trainer entlässt. Man ist in allen 3 Wettbewerben dabei. Gut, jetzt ist man in der Bundesliga Tabellenzweiter, hat aber nächste Woche das Topspiel, hat man ja gegen Dortmund. Wenn man gewinnt, ist man wieder Erster. Man ist in der Champions League souverän durchgelaufen mit 8 Spielen, 8 Siegen. DFB-Pokal ist mit Viertelfinale. Ich kann es mir nicht erklären, was in der Vorstandsetage los ist, was die da geritten haben. Wir werden ja hoffentlich bald oder wahrscheinlich heute dann auch im Laufe des Tages wird es ja wohl eine Pressekonferenz geben, weil ob die Spieler sich wieder beschwert haben, ob sie sich wieder ausgejammert haben, wie damals bei Hansi Flick oder bei Niko Kovac, sind sie ja dann auch mit ein paar Spielern hochgegangen zum Vorstand und Niko Kovac musste dann gehen. Ich weiß es nicht. Es muss aber was Schwerwiegendes vorgefallen sein. Ich kann mir es anders nicht vorstellen, weil eine Woche nach einem verlorenen Spiel erst dann eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, wir trennen uns vom Trainer. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist Mario richtig. Mario Basler sprachlos. Die haben ja auch nicht 4-0, die haben ja nicht 4-0 verloren in Leverkusen. Ne? Die waren die waren natürlich nicht so Bayern-like wie sonst, haben durch 2 Elfer knapp verloren. Genau. In Leverkusen darf man auch verlieren, die sind nicht Tabellenletzter, die haben einen guten Lauf. Kann doch mal passieren. Also du kannst ja nicht erwarten, dass du alle Spiele gewinnst. Ich sage Sport, ja klar, die haben 10 Punkte mehr oder weniger auf Dortmund verloren. Ja, nicht so cool, aber nochmal, es ist noch alles drin. Und ich habe ja auch so eine Vermutung, das ist alles spekulativ, aber tatsächlich glaube ich ja auch, dass da irgendwie, wie du das auch schon angedeutet hast, da irgendwie gesprochen worden ist. So die Älteren, ich denke da an Neuer, an Müller und so weiter, ja, die auch schon so viel gewonnen haben, die das vielleicht gar nicht so mögen,
dass da einer ist, der da im Mittelpunkt steht, der noch nichts geholt hat, außer, ich glaube, einen Pokalsieg mit Leipzig oder Meisterschaft mit Bayern, eine Meisterschaft. Und da stehen dann die Weltmeister, ne, die genauso alt sind und sagen vielleicht, was ja. Weiß ich nicht, aber ich habe, oder wie du sagst, also wegen dem Leverkusen-Spiel glaube ich es jetzt auch nicht. Ich meine, die haben schlecht gespielt, man war sicherlich unzufrieden, aber da muss man ja die Spieler hinterfragen. Man muss ja nicht einen Trainer, der von dem man so total überzeugt auch war oder ist, was man ja die letzten Wochen auch immer gesagt hat, Brazzo, kann ich mich dran erinnern, es gibt keine Diskussion über Julian Nagelsmann, wir stehen hundertprozentig zu ihm. Und eine Woche später nach einem schlechten Spiel, da muss man aber auch mal die Spieler in die Pflicht nehmen. Man muss einfach die Unruhe, die ja die letzten Wochen oder auch Monate, die letzten zwei Monate reingekommen ist, die sind ja verschuldet auch von Sané und von Gnabry. Da muss man ja mal auch einfach, vielleicht hätte man da mal eingreifen müssen. Vielleicht hätte Julian auch mal einen freistellen müssen von den beiden. Ich weiß es nicht, aber dann hinzugehen und zu sagen, der Trainer ist dann wieder an allem schuld, weil man 9 Punkte oder 10 Punkte verspielt hat auf Dortmund, kann ich sowieso nicht nachvollziehen. Und deswegen, ich halte so viel von Julian Nagelsmann als Trainer, der sicherlich auch seinen Weg gehen wird, jetzt dann wahrscheinlich ohne Bayern. Aber das, was da teilweise mit den Spielern auch bei Bayern los ist, da muss ich sagen, die haben alle den Schuss nicht gehört in München. Und ich würde mir wirklich mal wünschen, dass Brazzo mal wirklich die Eier zeigt oder auch Zunge zeigt und sagt, so Sané, pass auf, das ist jetzt deine letzte Chance, noch einmal zu spät kommen, dann kannst du nach Hause fahren, bleibst zu Hause und kannst einen anderen Verein suchen. Oder Gnabry, wenn du dir wieder Maler Lackiereranzüge anziehst bei Gucci, dann bleib da, geh auf den Laufsteg. Aber immer wieder die gleichen Problematiken, wenn die auftreten in einer Mannschaft oder in einem Spiel, wenn man mal ein Spiel verliert, dass der Trainer immer wieder dran schuld ist, für den man ja übrigens mal so schlappe 25 Millionen Ablöse bezahlt hat. Wir gehen mal davon aus, circa zwischen 10 und 15 Millionen Gehalt hat, der noch laufende Vertrag hat bis 26, das ist ja auch mal ein kleines Paket von 40, 50 Millionen. Klar, Geld interessiert bei Bayern nicht so viel, aber dann hätte ich mir mal gewünscht zu sagen, so Sané, pass auf, du bist mitverantwortlich für den ganzen Dreck, was die letzten Wochen auf uns gekommen ist, in den Medien, den Druck, den du auferlegt hast, dem Verein, deinen Mitspielern. Du bist jetzt der Erste, der kann sich einen Verein suchen. Das hätte ich mir einfach mal gewünscht. Aber auch da sieht man, dass der Trainer, wie immer, wobei ich glaube, dass der Trainer nicht diesmal das leichteste Glied in der Kette war, sondern dann hätte man vielleicht mal einen Gnabry, der übrigens auch 19 Millionen mittlerweile verdient, der seit er seinen Vertrag verlängert hat auf 19 Millionen und ich glaube 3 Jahre verlängert hat, weiß ich gar nicht, oder 4, der seitdem kein gutes Spiel mehr gezeigt hat, da sollte man sich mal beim FC Bayern oder im Vorstand auch mal hinterfragen, ob das der richtige Weg ist, dann auch wieder einen Trainer zu entlassen, denn immer sind sie Trainer. Ob das Magath war damals, Doublegewinner, Kovac, Doublegewinner, Hansi Flick, der alle Titel geholt hat, die man gewinnen kann, alle mussten am Schluss gehen. Und das sind die Dinge, wo ich einfach sage, irgendwann muss doch mal einen wirklichen Verein, und da hätte ich mir heute gewünscht, oder jetzt mal mit Bayern München, mit dem größten Verein, den wir in Deutschland haben, der einfach mal sagt, nee, unser Trainer bleibt bis 26, Gnabry, Sané, eure Leistung stimmt nicht, ihr seid mitverantwortlich, dass Unruhe im Verein ist, sucht euch einen neuen Verein. Das hätte ich mir einfach mal gewünscht. Kann das sein, vielleicht ist alles wieder spekulativ, kann das sein, dass er vielleicht über so einen Maulwurf gestolpert ist? Erstmal hat er ja seine Beziehung mit so einer Bild-Zeitungstante gemacht, die für Bayern geschrieben hat. Das war natürlich auch nicht so schön, wenn du Spieler bist und du weißt, aha, der hat eine Beziehung mit der, was erzählt wem wer, ist schon mal nicht so schön. Kann passieren, so ist das Leben, wo die Liebe hinfällt, mein Gott, ist halt so. Aber dann kam irgendwie eine Taktik raus, irgendwas, es kommt immer so viel raus aus der Kabine.
Kann da irgendwas vorgefallen sein, was einer vielleicht den oberen Herren gesteckt hat und dann, oh, und das geht so nicht weiter und wir erfahren ja, aber Julian Nagelsmann wird ja nicht seine Taktik seiner Lebensgefährtin oder Freundin geben oder der Bildzeitung zuspielen oder wie auch immer. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es irgendjemand anders da aus der Mannschaft war. Ja, ist vorstellbar, weil wie gesagt, die Bildzeitung geht jetzt einmal davon aus, dass sie keinen Zugang zu der oder keinen freien Zugang zur Kabine hat. Ja, vielleicht hat das irgendjemand organisiert, irgendein Spieler, ein Betreuer, ein aus dem Trainerteam. Ich weiß es nicht, aber ist natürlich nicht unmöglich, weil so einfach wegfliegen oder rausflattern aus der Kabine kann es ja nicht. Also muss ja irgendjemand diesen Zettel der Zeitung gegeben haben. Ich behaupte, glaube jetzt mal, Julian Nagelsmann selbst war es nicht, weil er wäre ja blöd, wenn er das als Trainer machen würde. Ja, das sind die Möglichkeiten, um dann. Aber wenn dann sowas passiert, muss man sich doch mal wirklich beim FC Bayern hinterfragen, ob nicht langsam wieder der FC Hollywood eintritt, weil bei uns damals hat es ja immer geheißen, wenn irgendwas war, der FC Hollywood. Jetzt mittlerweile heißen die Spieler halt nicht mehr FC Hollywood beim FC Bayern. Basler, Scholl oder Matthäus oder Strunz oder wie auch immer oder Effenberg, sondern jetzt und das sage ich ganz klar, der FC Hollywood ist jetzt wieder Sané und Gnabry. Wunderbar. Dann, was noch auffällig ist, normalerweise, was die Kommunikation angeht, ist, finde ich, FC Bayern normalerweise professionell. Da gibt es noch eine Pressekonferenz und dann wird das bekannt gegeben. Möglicherweise sitzt der Trainer dann auch da und dann verabschiedet man sich. Diesmal war das ja hoppla hopp, dann hieß es irgendwie, der Trainer weiß es noch gar nicht, der ist wie Skifahren, keine Ahnung. Also das kenne ich ja vom FC Bayern ja auch nicht, das ist ja unterste Kiste. Wenn es so sein sollte, dass der Trainer es noch nicht weiß oder so schnell, dass sie das nicht alles auch zurückgehalten haben und sagen, wir machen das gemütlich in einer Abführung am Freitagmorgen gemeinsam, fand ich auch da wieder spekulativ, da muss ja ihnen was vorgefallen sein. Ja, also wenn er es aus der Zeitung erfahren hätte oder erfahren würde jetzt, oder wenn er im Urlaub, Skiurlaub war und jetzt auch erst aus der Zeitung, das wäre noch schlimmer, also wäre dann völlig für mich unprofessionell, auch dem Trainer gegenüber nicht gerecht, wenn man es aus der Zeitung erfährt. Ich habe auch heute Morgen in den Nachrichten gehört, er kommt Samstag zurück, Samstag früh ist ein Gespräch einberäumen mit den Vorstandsherren und Nagelsmann. Da will man es ihm wohl mitteilen. Nochmal, wenn man es ihm selbst am Telefon, wie auch immer, noch nicht mitgeteilt hätte und er hätte es jetzt aus der Zeitung erfahren, das fände ich sehr, sehr schade. Und da muss ich auch sagen, dann sollten sich auch ein paar Leute im Vorstand beim FC Bayern dann Gedanken machen, ob sie auch den professionellen Weg wählen. Egal, wer das entschieden hat, ob das Herbert Reiner ist, Oliver Kahn oder Brazzo, ist wurscht. Aber dann sollen sich wirklich ernsthafte Gedanken machen, ob sie auch für den Job geeignet sind. Denn wenn man es an einem Donnerstagabend, an einem späten Donnerstagabend, wenn sowas durchsickert, da muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch FC Hollywood. Genau, passt eigentlich nicht. Und dann noch eins, das ist ein großes Unternehmen. Sie reden von einem Projekt. Herbert Heine hat es vor ein paar Tagen noch gesagt. 5 Jahre, Nagelsmann, du hast gesagt, 25 Millionen. Der kriegt eine Abfindung. Möchte ich gar nicht wissen, wie hoch die ist, wenn du Vertrag bis 26 hast. Das ist für mich Geld verbrennen, auch wenn du sagst, bei Bayern ist es nicht so wild, aber bei einem normalen Unternehmen, wenn du so ein Projekt in die Wege leitest und es nicht zu Ende führst, bist du einer der Ersten aus dem Vorstand, die gehen müssen, weil du nämlich nicht so gearbeitet hast, wie du hättest arbeiten müssen. Also sind wir wieder beim Vorstand oder beim Aufsichtsrat, die müssen sich gewaltig hinterfragen. Ganz klar, es kommt ja noch dazu, dass man sich ja bei Sommer oder wie Neuer sich verletzt hatte, dass ja da auch ein Paket von 20 Millionen zustande kam. Da hat man sich ja schon drüber aufgeregt beim FC Bayern, dass die nicht geplant waren, dass die auch wieder ins Transfergeld für die neue Saison fallen.
Jetzt kommt ein Paket, das ist ein bisschen größer wie 20 Millionen, auf den FC Bayern zu. Plus der neue Trainer wird ja auch fürstlich bezahlt. Also der Thomas Tuchel kommt ja nicht für ein Apfel und ein Ei, sondern der wird ja auch im Bereich zweistelliger Millionenbetrag liegen. Also ich glaube, dass da ein großes Paket geschnürt werden muss beim FC Bayern, mit dem man erstmal nicht geplant hat. Und so wie du sagst, ich finde auch, man sollte sich wirklich hinterfragen, ob der ein oder andere in seiner Funktion des Vorstandes eines großen Betriebes, ob der dem gerecht wird. Denn Geld verbrennen, wenn ein Manager bei Mercedes irgendwo hingeht und macht einen Fehler, wird er auch entlassen. Gut, die kriegen meistens auch noch 400.000 Millionen Abfindung. Aber nochmal, das sind Geldverbrennungen beim FC Bayern. Und ich glaube, die tun dem FC Bayern auch weh. Die sind unvorhergesehen, mit denen hat man nicht gerechnet. Und ich glaube, das wird sich auf dem Transfermarkt auch in der kommenden Saison bemerkbar machen. Und wir wissen ja noch nicht, ob dann der Julian Nagelsmann der Einzige ist. Ne? Wenn sein Trainerstaff auch noch alle gehen müssen, dann wird die Summe ja nochmal wesentlich höher. Und Tuchel bringt dann auch wieder seine 3, 4, 5, 6, 7 Leute mit. Davon können wir ausgehen, dass das Paket größer wird. Weil Tuchel wird nicht mit Dino Topmüller zusammenarbeiten. Das ist nun mal der Co-Trainer von Julian Nagelsmann. Der wäre ja auch blöd, wenn er bleiben würde, weil er mit Julian immer wieder weiß, er kriegt immer wieder einen Job, wird auch wieder einen super Verein kriegen. Der Tuchel wird seinen Trainerstab oder den einen oder anderen mitbringen, ganz klar. Und das Paket wird immer größer. Und nochmal, und meines Erachtens nochmal, und da bleibe ich auch dabei, die Schuld ist nicht beim Trainer zu suchen, sondern die Schuld muss man ganz klar bei Sané und auch bei Gnabry suchen. Um Julian Nagelsmann, auch wenn es für ihn wahrscheinlich ein harter Schlag ist, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ich glaube, der ist so ein talentierter Trainer, der auch wieder Top-Vereine trainieren wird, möglicherweise auch international. Ne? Wir wissen ja, wer so sucht. Tottenham sucht jetzt, Real Madrid sucht jetzt, die haben wir schon mal gefragt. Also da machen wir uns, glaube ich, keine Sorgen. Er ist kein schlechter Trainer. Was magst du eigentlich so an ihm? Nein, weil man einfach aus dem Umfeld oder aus Spielerkreisen, ob das in Leipzig war, ob das in Hoffenheim war, ich war früher zu seiner Zeit oft in Hoffenheim, wie er in Hoffenheim begonnen hat. Entschuldigung, hört man nur gute Dinge von ihm. Er ist ein sehr akribischer Trainer, ein sehr moderner Trainer. Also wir brauchen uns keine Sorgen zu machen und mir tut's wirklich leid, weil ich davon ausgegangen bin, dass der FC Bayern jetzt endlich mal auch einen Trainer hat, mit dem er 5, 6 Jahre zusammenarbeiten wird, mit dem er eine Erfolgsstory einleiten wird. Nochmal, ich drücke Julian Nagelsmann die Daumen, weil ich finde es ein hervorragender Trainer und ich würde mir wünschen, dass es der nächste Trainer dann wird bei Real Madrid, weil wie du es ja schon gesagt hast, sie suchen ja einen Trainer und der eine oder andere Deutsche ist ja auch da vor Ort, spielt da und vielleicht macht er halt da dann seinen Weg in Madrid oder bei Tottenham, wie auch immer. Ich finde es sehr schade, wie gesagt, dass man so einen jungen, talentierten Trainer so vor die Tür setzt. Und ich bin gespannt nochmal, was bei der Pressekonferenz, wie es Julian erfahren hat. Da bin ich wirklich mal am meisten drauf gespannt, weil so Dinge, donnerstags abends, ich bin gespannt. Da kommt noch was. Ganz kurz, bevor wir unsere kleine Special-Sendung dann wieder auch beenden müssen, wir müssen auch dann kurz über Thomas Tuchel reden. Er hat Erfolge, also was ich eben sagte, möglicherweise die älteren Herren in der Kabine können auf ihn aufschauen. Er hat die Champions League gewonnen, er war in Paris mit Stars zusammen, er war in Chelsea mit Stars zusammen. Er weiß, was er will. Ich habe aber auch schon mal gehört, es ist nicht so einfach mit ihm. Es ist nicht everybody's darling, ja, dieser Mr. Ja, man hat... Ne? Der weiß, was er will.
Das ist ein andere Kommunikation. Ja, man hat ja vor Jahren schon mal versucht, Thomas Tuchel zu holen. Dann hat man sich ja gegen ihn entschieden, weil ja viele Dinge nicht gepasst haben. Klar, jetzt ist er ein bisschen reifer geworden. Er hat viele große Vereine jetzt trainiert mit Paris auch, mit Chelsea, die Champions League gewonnen dann. Chelsea. Ist sicherlich auch reifer geworden. Aber auch da, ich glaube, auch Tuchel hat seinen eigenen Kopf, der wird seinen eigenen Weg durchziehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich hoffe jetzt auch für Brazzo, dass diese Patrone sitzt. Weil dann wieder einen der besten Trainer, die im Moment mit auf dem Markt sind, mit Nagelsmann, dann wieder zu verschleißen, dann sollte sich auch der eine oder andere im Vorstand, wie gesagt, mal Gedanken über seine Position machen. Ich glaube, auch die Spieler werden sich umgucken. Julian nochmal hätte vielleicht in der Mannschaft mehr durchgreifen müssen. Vielleicht wollte er es, vielleicht hat man ihn nicht gelassen. Wir wissen es ja nicht, wir sind ja nicht tagtäglich dabei, aber ich glaube, der eine oder andere bei Tuchel wird sich Sané hoffentlich umgucken und auch Gnabry, weil man weiß, wie schnell es beim FC Bayern jetzt geht. Man nimmt auch da auf die Trainer keine Rücksicht. Wenn dann immer wieder die Spieler geschützt werden, musst du als Trainer dann, wie gesagt, halt am Schluss auch mal die Eier zeigen und sagen, so, bevor ich gehe, Gnabry, setz sie auf die Bank, Sané, setz sie auf die Tribüne, wie auch immer. Weil ich muss sowieso dann am Schluss wahrscheinlich gehen, aber solange ich da bin, spielt ihr bei mir nimmer. Was wir nie erfahren werden, ist Folgendes: Wenn Tuchel nicht auf dem Markt gewesen wäre, ob sie dann Nagelsmann tatsächlich gefeuert hätten. Ne? Er war nun mal jetzt auch da. Wenn es sowas vorgefallen wäre, hätten sie ihn lang genommen. Er hätte ja, möglicherweise bei dir anrufen müssen. Er stand ja wohl gerade in Verhandlungen auch mit Tottenham. War ja wohl ganz, ganz genau. Großes Interesse dran. Meine die Gespräche waren ja schon sehr weit fortgeschritten. Gut. Jetzt muss man mal abwarten. Noch hat er, glaube ich, nicht unterschrieben beim FC Bayern. Wir gehen mal davon aus, dass es Tuchel wird. Aber wenn Tuchel sich dann vielleicht doch für Tottenham entscheidet, dann bin ich gespannt, wie es beim FC Bayern dann auch weitergeht. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was heute und morgen noch so alles passiert. Ich bin völlig enttäuscht vom FC Bayern, muss ich sagen, dass sie diesen Schritt gewählt haben. Bei mir, wenn sie bei mir anrufen und ich sollte Trainer machen, dann können sie, ist meine Forderung, erst Gnabry und Sané verkaufen, dann komme ich. Ja, du bist natürlich mit mir. Mein Mann fürs Fahren, Autofahren und Tanken und Zigaretten kaufen. Natürlich. Alles klar, gebockt. Bei den Honoraren, die es da gibt, Gelder, die beim FC Bayern fließen, würde ich es vielleicht sogar machen. Ja, genau. Wir werden das verfolgen, Mario, und wir werden in Kürze drüber sprechen. Da wissen wir auch schon mehr, ne? Was ist passiert? Wir haben ja die Nationalmannschaft Montag. Also ich freue mich schon auf den Montag und hoffentlich kommen Informationen an den Tag über Julian oder von Julian vielleicht dann auch, wie und warum es so gelaufen ist. Und wir klären dann, warum du nicht Trainer in Rostock geworden bist. Wir werden Montag ballern. Das müssen wir auch noch. Wir werden Montag ballern. Das war die Spezialausgabe Basler Ballert, powered by newsflash24.de. Mario, genieß das Wochenende, guck morgen schön auf der Couch. Deutschland gegen Peru. Es gibt nichts Schöneres, was man samstagsabends machen kann. Und wir reden drüber. Ciao, servus. Alles Gute. Bleibt sauber. Ciao.